Hallöchen und herzlich willkommen bei Domination. So, wir machen einfach mal weiter, sammeln hier natürlich unsere Ressourcen ein und gucken auf alle Fälle, was wir dann am Ende hier auf Tasche haben. So, außerdem gibt's ein neues Event. Wir können natürlich unsere Türme und unsere Kanontürme 75% günstiger hier ausbauen. Also, das ist natürlich schon mega derbe. Ihr seht da hier unseren Kanonenturm für 725.000. Das ist eigentlich relativ günstig. Genauso für unsere Türme 687.500. Also, wie ihr sagt, das ist auf jeden Fall mega günstig. Von daher müssen wir da auf jeden Fall zuschlagen. Hier sehe ich auch 5 Bewohner habe ich frei. Das heißt natürlich für mich, dass wir da auf jeden Fall gleich mal zuschlagen können, gleich mal irgendwas verbessern können. Das werden wir auf jeden Fall tun. Aber wie gesagt, erstmal würde ich vorschlagen, gehen wir in den Kampf und gucken, ob wir da eventuell noch ein bisschen was abräumen können. Das ist natürlich die Frage. Aus dem Grund würde ich sagen, checken wir gleich mal ab, gucken hier erstmal truppentechnisch, was haben wir da am Start. Aber ihr seht natürlich, dass wir hier genug ausgebildet haben, können noch einen General mit aktivieren. Dann nehmen wir Nobunaga mit ins Boot, gucken hier, yo, 4 Kriegstaktiken haben wir auch. Und bei der Söldnerarmee sieht es natürlich nicht so toll aus für uns, weil handelsgütertechnisch haben wir nicht wirklich was am Start. Was haben wir hier mit dabei? Schwere Gatling Gun und da haben wir noch ein paar Alpinis. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir die mit ins Boot und gehen dann auch erstmal in den Kampf. Könnten hier natürlich erstmal nochmal ein paar Obstbäume und natürlich auch unsere Goldminen abbauen. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, um natürlich weitere Handelsgüter irgendwie zu bekommen. Von daher würde ich sagen, legen wir da erstmal los und sammeln hier erstmal ein bisschen was ein. Klar, zeittechnisch müssen wir uns da ein bisschen gedulden, aber das ist eigentlich normal. Von daher brauchen wir uns da keine Platte machen. So, was habe ich ausgebaut? In der Vergangenheit kann ich euch gleich noch zeigen, weil jetzt ist endlich meine Waffenkammer fertig. Die habe ich ausgebaut. Wir könnten jetzt so ja schon Panzer erforschen für 6,3 Mille. Das ist natürlich megamäßig cool. 6,3 Mille Nahrung brauchen wir, um hier einen Panzer zu erforschen. knapp 1,2 haben wir auf Tasche. Das heißt für uns natürlich, dass wir da noch megamäßig viel sammeln müssen. Aber ich glaube, das kriegen wir dann im Laufe der Zeit irgendwann auf die Reihe, dass wir dann hoffentlich schnellstmöglich die 6,3 Mille hier am Start haben. So, was machen wir dann? Ich würde sagen, wir werden hier erstmal weiter abbauen und gucken dann eigentlich einfach, ob wir handelsgütertechnisch ein bisschen vorankommen. Jo, hier seht ihr, Apfelwein haben wir jetzt 5er am Start, können jetzt auf jeden Fall schon mal einen Söldner mit anheuern. Das werden wir auf jeden Fall auch gleich mal tun. Aber wie gesagt, erstmal bauen wir hier alles ab und gucken, was wir dann insgesamt an Handelsgüter gesammelt haben. Und dann entscheiden wir uns für die beste oder für die sinnvollste Variante, sagen wir es einfach mal so. So, dann werden wir den Fuchs hier auch gleich noch jagen und dann haben wir hier oben nur noch 2 Obstbäume, die wir abbauen können und ansonsten sind wir durch. So, ach so, hier unten rennt auch noch ein Hirsch rum, den können wir auf jeden Fall dann auch noch jagen, das werden wir auf jeden Fall auch gleich mal tun. Aber wie gesagt, erstmal sind die Obstbäume dran und dann gucken wir auf alle Fälle, was wir dann im Laufe des Let's Plays noch so machen können. So, der Hirsch wird jetzt auf jeden Fall gleich neu gejagt und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Kampf und gucken, ob wir eventuell einen Gegner finden, bei dem wir ein bisschen was abräumen können. Das wäre natürlich mega cool, wenn wir hier ein paar Ressourcen irgendwie klauen könnten. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Kampf. Nö, wir gucken erstmal, wir gucken erstmal in unserem Söldnerlager, was können wir da machen? Dann nehmen wir einfach einen Tempelritter mit ins Boot oder wollen wir sagen, nö, wir nehmen lieber hier den Kriegselefanten, nehmen wir den mit? Schließen die Sache und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal in den Kampf, checken ab, was wir hier für einen Gegner finden. Ich hoffe natürlich einen, den wir irgendwie bezwingen können, der natürlich ressourcentechnisch ein bisschen was auf Tasche hat. Das wäre natürlich monstergeil. So, hier greifen wir nicht an, hier gehen wir erstmal weiter. Naja, der hat ohnehin so viel am Start, von daher gehen wir hier auch gleich nochmal weiter und suchen uns den nächsten. Alter, was hat denn der hier an Nahrung am Start? Das ist natürlich monstergeil. Aber an der Nahrung kommen wir hier nur sehr, sehr schwer ran. Von daher zwischen wir hier auch nochmal weiter, suchen uns den nächsten und hoffen einfach mal, dass wir hier ihn finden, den wir irgendwie platt machen können. Ja, den könnte man platt machen. Alter, was hat denn der schon für Mauern? Auf Level Nummer 72 hat er so eine Mauern, Alter. Wie krank ist der denn drauf? Das ist natürlich hammerkrank. Da gehen wir hier auch erstmal weiter.
So, dann können wir hier auch gleich nochmal weitergehen. Klar, hier könnte man nur angreifen, aber ressourcentechnisch hat er nicht wirklich was am Start. Von daher würde ich sagen, zischen wir hier erstmal nochmal weiter und suchen uns natürlich den nächsten Gegner. Der hat hier ein bisschen was am Start, ressourcentechnisch. 166.000, 139.000. Hier könnte man eigentlich sagen, hier greifen wir mal an und probieren es einfach mal aus. Was sagt ihr? Würdet ihr das auch tun oder sagt ihr, ach lasse, das ist Quatsch, das ist Bullshit, das würde ich nicht machen. Also ich würde sagen, wir probieren es einfach aus und gucken, was so geht. So, dann beginnen wir auch erstmal. Dann holen wir uns hier natürlich erstmal ein paar Ressourcen, das ist klar. Läuft ja ganz gut für uns, muss ich sagen. Den General werden wir gleich noch hier mit drin klatschen. Und unsere Typen nehmen wir natürlich auch gleich noch mit. Und dann können wir erstmal gucken, was so geht, was wir hier so machen können. So, dann holen wir da den Schutzruf. Und dann sollen die einfach mal ein bisschen Bambule machen. Ich bin gespannt. Hier werden wir das Teil natürlich erstmal zerstören. Dann haben wir hier natürlich nochmal eine Sabotage drauf. Dann hoffe ich natürlich, dass sie mal nach vorne gehen und da ein bisschen Action machen. So, sehr schön. Haben wir auf jeden Fall gut Bambule gemacht bisher. Also ressourcentechnisch holen wir hier ein bisschen was ab. Deshalb denke ich eigentlich, sieht es für uns so relativ nice aus. Also ich bin auf jeden Fall bisher zufrieden. Gucken, was wir hier am Ende der Zeit noch so auf die Kette kriegen. Aber ich denke schon, dass wir hier auf jeden Fall alles richtig machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt können wir hier ganz entspannt Bambule machen. Gucken, was wir am Ende hier, naja, so rauskriegen. Ob wie viel Prozent wir hier weghauen. Eine Minute 33 haben wir noch Zeit. Von daher denke ich eigentlich, sieht es mega gut aus. Also wir haben auf jeden Fall absolut gute Karten, um hier ein bisschen was zu holen. Ich meine, es sind nur ein paar Türme. Hier oben ist noch eine Redoute am Start, die wir noch zerstören müssen. Aber ansonsten sieht es eigentlich megamäßig gut aus für uns. Zeittechnisch haben wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit, also eine Minute 12, denke ich, ist auch erstmal okay. Klar, truppentechnisch haben wir nicht mehr allzu viel am Start, aber da müssen wir gucken, ob es am Ende reicht oder nicht. Werden wir sehen, müssen wir gucken. So, die Redoute ist so am Arsch. Von daher haben wir hier auf jeden Fall mega gute Karten, um hier einen Sieg zu holen. Bei 78% sind wir, ich weiß nicht, was die mit den Mauern machen, ey, die sind so stumpf, was die nicht einfach hier querfeld einnehmen, aber gut, okay, ist halt so, wie es ist. Gold und nahrungstechnisch haben wir auf jeden Fall gut abkassiert, von daher brauchen wir uns da erstmal keinen Kopf so wirklich machen, denke ich. Nahrungstechnisch kriegen wir natürlich jetzt noch ein bisschen was, hoffe ich. Werden wir sehen, müssen wir gucken, aber erstmal sollen die Reiter hier unten auf jeden Fall den Stall erstmal zerstören, das wäre mir natürlich wichtig. So, die Zeit ist jetzt eh um, von daher Druffe schüssen, von daher brauchen wir uns keine Platte machen. Wie viel haben wir geholt? 85%, 4 Sterne. Ich denke schon, dass das eigentlich relativ okay war. Ressourcentechnisch haben wir auch ganz gut abkassiert. Von daher bin ich auf jeden Fall megamäßig gut zufrieden mit dem Kampf. So, was machen wir dann? Möglicherweise ein Problem mit deiner Internetverbindung. Überprüfe deine Internetverbindung, versuche es erneut. Okay, Alter, was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? So, die Ressourcen haben wir aber dazu bekommen. Würde ich einfach mal
Nicht wissend behaupten. Jo, haben wir. Alles super, alles schick. So, dann haben wir das erledigt. Dann würde ich sagen, werden wir hier auch erstmal rennen. Und zwar in unser Event. Und zwar den Treueschwuren 6 Stunden. 14 Minuten müssen wir natürlich hier alles abholen. Sonst ist natürlich alles weg. Darauf müsst ihr auf jeden Fall achten. Aus dem Grund würde ich auch sagen, werden wir uns hier erstmal die Belohnung holen. Holen uns hier die Ressourcen. 1,1 Mille Nahrung haben wir da noch mit am Start. Und dann holen wir uns hier natürlich noch die französische Botschaft. Eine Woche hält sie. Dann holen wir die hier natürlich erstmal irgendwo hin, ich weiß noch nicht wo, ich würde sagen da oben neben unserer Waffenkammer steht sie eigentlich ganz gut. So, dann haben wir das erledigt, können jetzt hier rufgehen, was können wir dann machen? Info, okay, die Französische erhöht deine Spendekapazität um 3, bringt dir alle 6 Stunden eine Voltigeur-Armee. Okay, wenn wir jetzt also praktisch Truppen anfordern, dann haben wir hier 21, das ist natürlich monstermäßig geil. Das freut mich auf alle Fälle, von daher hoffe ich auch, dass wir da auf jeden Fall ein paar coole Truppen bekommen. Also da bin ich auf alle Fälle gespannt. Aber erstmal könnten wir jetzt natürlich gucken, was wir jetzt machen. Und zwar sind ja hier unsere Kanonentürme und auch unsere normalen Türme jetzt relativ günstig, 75% günstiger. Das heißt für mich natürlich, dass ich da erstmal anfange, ihn auszubauen. Da würde ich sagen, legen wir gleich mal mit unseren Kanonentürmen los und bauen den hier für 4 Tage aus. Lass uns einfach mal überraschen und müssen dann natürlich jetzt noch eine ganze Weile warten, bis wir wieder neue Bewohner bekommen, beziehungsweise bis die Bewohner fertig sind hier mit der Mühle. Einen Tag müssen wir warten. Hier unten müssen wir auch noch 3 Tage, 8 Stunden warten. Also da ist auf jeden Fall noch relativ viel Zeit am Start, die wir hier warten müssen, um natürlich dann am Ende noch ein bisschen was auszubauen. So, deine Weisen haben Folgendes entdeckt. Führung, diese Technologie bildet einen zweiten General mit Hilfe von Öl aus. Das haben wir erledigt. Das ist natürlich monstermäßig geil. Wir können jetzt einen zweiten General hier ausbilden. Das ist natürlich absolut genial. Und könnten jetzt natürlich hier die Führung Kapitel 4 nochmal ausbauen für 43.200 Öl plus 10% Angriff von Generälen. Das wäre natürlich auch eine monstermäßige Sache. So, ressourcentechnisch seht ihr natürlich 2,5 Mille Nahrung haben wir hier am Start. Damit müssen wir natürlich erstmal gucken, was wir damit machen. Das ist auf alle Fälle nicht so leicht für uns. Deshalb weiß ich auch noch nicht, was ich so wirklich machen soll. Aber ich würde sagen, wir bauen erstmal nicht wirklich was aus, weil die Wallig will natürlich schnellstmöglich hier in der Forschung meinen Panzer erforschen. 6,3 Mille kostet der Spaß, ist natürlich megamäßig teuer. Von daher müssen wir da erstmal gucken, wie wir da am besten rankommen, wie wir das am besten machen und. Also wie gesagt, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was vor. 6,3 Mille brauchen wir. Wir haben hier 2,5, dann haben wir hier natürlich noch in unserer Schatzkammer 500.000, dann haben wir schon 3 Mille. Dann, wenn ich hier nochmal rufe, hier, zack, auf Info, seht ihr natürlich 3 Mille, 4 Mille, 4,7 Mille haben wir schon. 4,7 haben wir und 6,3 brauchen wir, da brauchen wir auf jeden Fall noch 1,5 Mille. Das ist natürlich noch ein bisschen hastig, aber ich würde sagen, wir kämpfen uns da einfach langsam ran und dann werden wir weitersehen. Gut, wie gesagt, für heute sind wir eigentlich auch erstmal wieder durch, können jetzt natürlich noch ein paar Truppen ausbilden. Hier seht ihr auch, ich habe jetzt natürlich schon eine höhere Truppenkapazität und zwar eine Kapazität von 115. Das ist natürlich absolut genial. Kann ich euch auch erklären, warum. Ich habe das ein bisschen erforscht, zeige ich euch gleich mal. So, dann werden wir hier auf jeden Fall erstmal noch ein paar produzieren. Da sind wir auf jeden Fall gut dabei. Und dann würde ich sagen, checken wir natürlich gleich nochmal die Lage und können auf jeden Fall in eine Bücherei mal gucken, ob wir da eventuell noch irgendwas erforschen können. Das wäre natürlich monstermäßig cool. Da werden wir gleich mal reingucken. So, dann haben wir das fertig und dann können wir hier drüben nochmal gucken. Ah, hier haben wir leider keine Handelsgüter am Start, um natürlich weitere Söldner zu rekrutieren. Das ist natürlich ein bisschen bitter, aber ist egal. Müssen wir mit leben. So, wie gesagt, jetzt können wir als nächstes natürlich unsere Türme weiter ausbauen, wenn wir hier wieder Bewohner am Start haben. Unsere Kanonentürme natürlich auch. Und dann würde ich sagen, werden wir uns darauf konzentrieren, um schnellstmöglich hier in der Waffenkammer den Panzer zu erforschen für 6,3 Mille. Also wie gesagt, das ist unsere Aufgabe, das ist das, was wir machen müssen. Von daher würde ich mich für heute auch erstmal wieder verabschieden. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.